Hallo und gesagt zurück zu Mad Games Tycoon. Wir sind in der Folge 10 angelangt, das heißt eigentlich Ende des Kurz-Let's Plays. Allerdings, ich glaube, es ist relativ klar, das Spiel macht mir so viel Spaß. Das Feedback ist super, die Views sind super, also einfach ein tolles Let's Play insgesamt. Da können wir jetzt kaum aufhören, vor allem wenn wir jetzt so ein tolles neues Büro haben, mit so vielen neuen Räumen, so vielen neuen Möglichkeiten, so vielen Dingen zu entdecken. Da müssen wir, glaube ich, unbedingt weiterspielen. Allerdings, ich habe das Season-Konzept, für alle, die es nicht kennen, nach 10 Folgen gibt es immer eine Pause. Das heißt, zwischen jetzt Folge 10 und 11 wäre eine Pause angesagt. Die wird aber vermutlich nicht allzu lang ausfallen, weil ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ich nach dieser Folge nicht unbedingt die Lust verliere. Ganz im Gegenteil, weil auch wenn es jetzt hier recht voll ausschaut im neuen Büro, da fehlen sogar noch ein paar Räume. Das heißt, wir müssen unbedingt nochmal umziehen in absehbarer Zeit. Apropos, ich habe ein bisschen Tetris gespielt, das Büro neu eingerichtet und auch gleich Möbel überall reingepackt. Das ist doch ein eher repetitiver Prozess. Die Zeit wollte ich sparen, damit wir ein paar andere Dinge machen können. Nichtsdestotrotz eine kurze Bürotour. Entwicklerraum in der Mitte, 4 Sitzplätze. Da ist noch ein kleiner mit einem Sitzplatz, dass wir eventuell Patches oder so abseits davon machen können. Chefbüro. Alles übrigens ein bisschen kleiner ausgefallen, wie erhofft, einfach weil das Büro, ja, es wirkt zwar groß, aber wir haben so viele Räume mittlerweile, da muss ich ein bisschen Platz sparen. Hier ist zwar noch ein Loch, aber da kommt noch was rein, was dazu gleich. Trainingsraum, ich würde auch ganz gerne jetzt immer einen Mitarbeiter mindestens auf Training schicken, spätestens dann, wenn wir noch Leute einstellen. Ich hoffe, da kommen bald ein paar Damen dazu. Mittlerweile gibt es ja wieder neue Leute, also der, dass keine neuen Mitarbeiter stellen sich vor, ist ja inzwischen weg. Dann haben wir hier die Forschungsabteilung für 2 und eben Qualitätssicherung. Die können Bugs entfernen, das Gameplay verbessern von aktuellen laufenden Projekten oder einen Spielbericht erstellen. Und das ist das, auf was ich so heiß bin. Warum, das sehen wir dann, wenn wir einen Spielbericht haben. WC-Aufenthaltsraum, das erklärt sich, glaube ich, von selber. Da haben wir noch den Support. Da könnte man Fan-Kampagnen starten. Ich bin mir nicht sicher, ob das als Werbemaßnahme, als Marketing gilt, das müssen wir uns, glaube ich, noch überlegen. Tendenziell würde ich sagen, nein, weil eigentlich betreut das ja die bestehenden Fans und zu die kommen wir ja in dem Fall ohne Marketing. Und was haben wir hier noch? Personal? Eine gute Frage. Achso, ist, glaube ich, wer hier arbeitet, oder? Wirklich eine gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann haben wir noch Produktion. Wir können jetzt eben selber Spiele produzieren, wir können die selber auflegen und wir können auch Publisher selber sein. Und da haben wir hier zum Beispiel Angebote, Dirty Track, die suchen gerade einen Publisher, das werden wir uns dann gleich anschauen. Entsprechend müssen wir auch lagern, hier haben wir ein Lager, das werden wir noch ein bisschen erweitern, 20.000 Stück ist nicht wirklich viel. Wenn wir uns hier unsere Spiele anschauen, wo wir zum Teil einfach 20.000 pro Woche verkaufen, da werden wir uns, glaube ich, relativ schnell von dem trennen müssen und ich denke, wir kaufen einfach da ein großes Lager rein, weil soweit ich zumindest weiß, hier haben jetzt 300.000 mal Platz, soweit ich zumindest weiß, man kann hier beliebig mischen, das heißt, das ist jetzt nicht quasi 300.000 für ein Spiel, man kann da 20.000 von dem, 30 von dem, 50 von dem, ganz egal, reinpacken. Und die Pressmaschine hier, die ist vermutlich auch zu lang, sondern haben wir die kleinste. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, was die schafft. Ich habe, wie gesagt, ja einmal Mad Games Tycoon bis genau hier gespielt. Das war aber vor vielen, 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 vielen Monaten, wenn nicht sogar vor Jahren, in irgendeiner Alpha-Version. Also da gab es total viel von dem Zeug, was wir jetzt haben, noch nicht oder hat noch nicht funktioniert. Aber die kleine, bin mir nicht sicher, was die produziert hat. 1.000 pro Woche, glaube ich, wenig. 10.000 pro Woche, sowas in der Art. Das heißt, wir würden da gar nicht nachkommen, unseren Bedarf zu decken, müssen wir auf jeden Fall erweitern. Man kann vorproduzieren, das geht, aber eben, das wird sicher zu klein sein. Gut, okay, mit was fangen wir an? Mitarbeiter gibt es im Moment ja noch keine interessanten, da werden wir noch ein bisschen warten. Entsprechend haben wir jetzt überall Updates gemacht und Patches. Es war ja auch der Wunsch da, dass wir teilweise mehrfach patchen oder updaten. Das können wir machen. Das heißt, das ist im Moment okay. Was ich gerne machen würde, und das war ja auch eine Regel, glaube ich, war das eine Regel? Sobald wie möglich
Spiele publishen, genau. Das heißt, ich möchte Publisher werden und hier haben wir ja jetzt ein Publishing-Angebot. Die eben hätten gerne einen Publisher, 25% Gewinnanteil, das ist nicht allzu viel. Warum? Das sehen wir gleich. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Die haben ein neues Spiel vorgestellt, sie hoffen, die als Publisher gewinnen zu können. Ja, machen wir. Und wie lange sollen wir warten, bis wir es veröffentlichen? Das ist insofern interessant, weil in der Zeit können wir jetzt Patches machen. Also wir können wirklich selber, nicht Patches, Updates so fürs Spiel machen. Und in der Zeit können wir jetzt auch vorproduzieren. Ich setze es mal bewusst ein bisschen großzügiger an, 4 Wochen, weil ich noch andere Sachen machen möchte. Aber jedenfalls sehen wir hier jetzt das Selbstproduzieren. Das ist jetzt nicht nur, wenn man einen Publisher spielt für jemand anderen, sondern wenn man auch eigene Spiele vertreibt. Dann hat man eben immer diesen Dialog hier, wo man aussuchen kann, was man alles reingibt. Und was ich jetzt nicht weiß, ist, welchen Verkaufspreis sollte man wählen? Entsprechend ja, ist die Frage, soll ich automatisch festlegen, wählen? Wobei ich auch nicht sicher bin. Ich glaube, ich kann hier irgendwie einstellen, was ich will. Und es bleibt auf dem Preis. Ich nehme jetzt mal das vorgeschlagene $19. Und klick trotzdem automatisch festlegen. Das muss ich mir nach der Folge mal genauer anschauen, wie das hier läuft. Und wir haben ja gesagt, wenn wir Publisher sind, wollen wir ein sehr netter Publisher sein. Das heißt, möglichst viel Serviceleistungen bieten und eine tolle Box zusammenstellen. Jetzt könnte ich natürlich alles Mögliche da reinpacken. Allerdings machen wir einen Verlust, weil wir haben hier nur 25% Gewinnanteil. Und deswegen habe ich vorher gemeint, das ist nicht allzu viel. Also packen wir eine Anleitung rein und ja, packen wir einen Aufkleber rein. Dann verdienen wir nur $1 pro verkauften Spiel, ist aber egal. Hauptsache dem Entwickler geht's gut, der verdient da 14. Also teilweise gibt es auch so 50-50-Verträge, habe ich schon mal gesehen, aber das ist in dem Fall dann nicht unbedingt viel für uns, 25%. Trotzdem würde ich sagen, das produzieren wir so. Ist das Spiel gut? Ist okay. Absolut okay, 67%, 68% sogar. Gameplay könnte ein bisschen besser sein. Und entsprechend können wir jetzt tatsächlich, wo haben wir es? Update für dieses Spiel machen. Auf sozusagen eigene Kosten. Und ich würde sagen, das machen wir. Kostet auch nicht extrem viel. Ich meine, die Mitarbeiter sind beschäftigt, aber trotzdem. Und das schaut jetzt vielleicht so aus, als würde ich eine Regel brechen. Aber ich habe jetzt lange überlegt, was ich noch baue. Uns fehlt nämlich noch ein Grafikstudio und ein Soundstudio. Die müssen allerdings relativ groß sein, 4x4 mindestens. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das für uns jetzt schon lohnt. Ich hätte gerne eine Marketingabteilung. So, und jetzt ist eben die Frage, Marketingabteilung, haben wir nicht gesagt, wir spielen ohne Marketingabteilung? Ja, aber ohne Marketing für unsere Produkte. Ich wäre schwer dafür, dass wir die Produkte, die wir publishen, schon entsprechend unterstützen. Ich packe mal 2 Schreibtische rein, ist ein bisschen eng, aber für den Notfall können wir ja aufstocken, tendenziell wird da eher einer nur drin arbeiten. Also das wäre zumindest mein Vorschlag, wenn euch das gar nicht gefällt, dann bitte sagen, aber ich denke, das ist okay, wenn wir, wie gesagt, für die Spiele, also die Spiele, die wir publishen, Marketing-Kampagnen machen. Weil im Endeffekt haben wir dasselbe eh nicht extrem viel davon. Also wenn ich da jetzt hier 100.000 investiere, ja, dann muss ich 100.000 Stück im Endeffekt mehr verkaufen, dass ich das wieder reinbekomme. Machen wir mal ein bisschen was Kleineres. Plakate, lokale Zeitschrift, einfach ein bisschen was. Ah, Moment, nicht natürlich für Kung Fu Connection, sondern eben für Dirty Track. So. Okay, jetzt ist noch die Frage, wie teilen wir unsere Mitarbeiter ein? Ich lasse mal kurz auf automatisch und schaue, wie sie sich verteilen. Ich möchte natürlich hier diesen Raum nach wie vor koordinieren. Und von dem her hätte ich vorgeschlagen, wir gehen mal fix da rein. Da gehen jetzt 2 in die Marketingabteilung, so wie es ausschaut, oder? Hier ist jemand noch
am Umherwandern. Ist schon fertig entwickelt. Okay, das ging relativ schnell. Achso, wir müssen natürlich auch produzieren, fast vergessen. Die Frage ist, wie viel produzieren wir jetzt von dem? 10.000? 10.000. Das ist, glaube ich, ein okayer Start. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir von dem verkaufen werden. Aber 10.000 klingt nach etwas, wo, wenn unerwarteterweise die sofort in der ersten Woche weg sind, können wir da immer noch nachproduzieren. Okay. Und wir können natürlich auch Produktionsaufträge annehmen. Für den Fall, dass hier wir gerade nicht selber was produzieren, das können wir uns dann noch anschauen. Wir hatten noch Auftragsarbeit. Und jetzt noch die Frage, was machen wir? 6 Wochen haben wir noch Zeit. Dann gibt es wieder was Neues. Sehr unwahrscheinlich, dass wieder Wirtschaftssimulation unbeliebt ist. Von dem her ist die Frage, wollen wir eine neue machen? Feature, ein Mehrspieler für bei Splitscreen, da wollte ich eigentlich was machen, so Siedler 1 mäßig. So, lassen wir die mal alle sich verteilen. Wer läuft hier rum? Der Monk läuft rum und weiß nicht wohin. Sollen wir doch direkt jemanden ausbilden? Warten wir noch einen Moment. Wobei, vielleicht könnte man zumindest den Monk oder die, je nachdem, für eine Auftragsarbeit in der Zwischenzeit überreden. Dass die Leute einfach alle beschäftigt sind. Und ich kann dann ein bisschen überlegen, was ich machen möchte. So, Marketing ist auch schon abgeschlossen. Ja, Hype von 2 immerhin. Und die Kosten übrigens sind jetzt auch natürlich wegen den Herstellungskosten vom Spiel etwas gestiegen schon. Da wird geforscht. Genau, einen Spielbericht. Das wollte ich ja unbedingt haben. Jetzt eben die Frage, von was wollen wir einen Bericht? Tendenziell natürlich von unseren erfolgreichsten Spielen, weil die sind auch tendenziell schon am nähersten dran an den idealen Einstellungen. Was machen wir als nächstes? Eine Wirtschaftssimulation ist nicht mehr weit entfernt. Entsprechend würde ich sagen, Kung Fu Connection Europe, wenn wir mal ein bisschen analysieren. Alter, sind jetzt auch alle beschäftigt mit Nicht-Entwickeln. Ist mir auch nicht ganz recht, zugegebenerweise. Aber solange alle was zu tun haben und wir noch niemanden neu dazu einstellen wollen. Wobei ich wäre fast versucht, jemanden einzustellen. Speicherfunktion. Wir machen nie ein Sportspiel, vermutlich. Die passen einfach alle nicht wirklich zu uns. Warten wir auf neuen Nachschub sozusagen. Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Mal noch ein Adventure wäre okay, aber da möchte ich ein bisschen Abstand halten. Eigentlich sollte man den dritten Teil von Evil Minds noch machen, oder? Das war ja in Summe nicht schlecht. Hätte ein bisschen mehr Sound und Grafik vertragen. Zulasten von der Steuerung vielleicht. Wie steht's um unsere Engine? Wo haben wir sie denn? Das war die Move 1.0 Plus. Aber ich glaube, die wollte man nicht mehr updaten, oder? Genau, weil wir gesagt haben, die 3D-Engine, die 16 Farben, das ist dann schon eigentlich was Neues. Warum hat die dann jetzt eigentlich 10? Ah, genau, weil, okay, alles klar. Die Adventure 1.0 Plus
muss unbedingt, unbedingt die dann umbenennen. Und die Visim 3.0, also die Adventure 1.0 und die so Visim 3.0, die haben alle schon die 3D-Engine. Oh, genau, machen wir eine neue für Strategie. Die Move, ich nenne sie jetzt 3D, vielleicht wechsel mal ein bisschen das Namensschema, dann finde ich sie leichter. Alles ohne die vier Farben. Brauchen wir ein bisschen Geld von der Bank. Noch ein bisschen mehr sogar. So. Für 0. Und die wollen wir jetzt mal entwickeln. So, wen ziehen wir denn da heran? Irgendjemand, der halbwegs schnell ist, darf da schon mal anfangen. So, da haben wir fertig produziert. Jetzt eben die Frage, wollen wir den Produktionsauftrag auch annehmen? Das sind teilweise halt wirklich eine Menge Stück. 236.000. Wobei... Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht warten wir das noch ab, bis wir sehen, wie viel wir hier nachproduzieren müssen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es mit den Kosten jetzt ausschaut. Von wegen, ist das dann wirklich, sobald wir es abschließen, das, was uns übrig bleibt? 13.000? Und wir haben keine laufenden Kosten für die Maschinen. Das muss ich ein bisschen beobachten. Keine Damen kommen da dazu. Da haben wir jemanden für Simulation. Ich glaube, den stellen wir einfach pauschal ein. Weil ich möchte, muss vergrößern. Es hilft einfach nichts. Es tut mir leid. Ich weiß, die Quote ist schlecht. Aber eben, wenn niemand im Angebot ist, dann... haben wir da Pech. So, lassen wir mal ein bisschen laufen. Eben das interessiert mich auf jeden Fall. Muss theoretisch nicht so schnell fertig sein, da langsam einer dran arbeitet. Vielleicht in dem Fall hier der Monk. Falls er nicht eh von selber dann rüberläuft. Na, bitte da bleiben. Ich glaube, man kann es auch für einzelne Leute abschalten oder aktivieren. Aber in diesem Falle werden wir das einfach manuell immer ein bisschen anpassen. So, was haben wir hier? Papiermüll, mehr Mülleimer. Wirklich? Okay. Wo haben wir denn Mülleimer? Mülleimer? Ich sehe sie irgendwie nicht. Kühlschrank. Bild, Bild, Bild. Erste-Hilfe-Schrank. Feuerlöscher. Lampen. Ah, da sind die Mülleimer. Okay. Gut, wenn das so ist, dann bekommt einfach jeder Raum, soweit möglich und sinnvoll, einen Mülleimer. Das sollte wohl hoffentlich genügen. So, dann schauen wir mal, wie viel wir von Dirty Track jetzt verkaufen. Und ich schaue immer wieder hier rein. Sobald irgendeine Dame im Angebot ist, schlage ich dazu. 500 Stück ist jetzt nicht allzu viel, muss ich sagen. Aber immerhin haben wir da jetzt nicht überproduziert, das ist auch schon mal was wert. Dann werde ich mir jetzt glatt mal die Produktionsaufträge anschauen. Nehmen wir mal das kleinste an, 236.000. Da haben wir eh relativ lang Zeit, 19 Wochen. Jetzt mal schauen, lassen wir es einmal mal durchlaufen mit der kleinen Maschine. Und dann wissen wir, wie viel wir schaffen pro Woche. Es ist definitiv zu wenig, das ist kein Thema. Ja, das werden keine 10.000, höchstens 10.000 sein pro Woche. Das heißt,
es würde sich fast sogar ausgehen, wenn wir einfach lang genug Zeit haben. Wir wollen ja eventuell irgendwann nachproduzieren oder für unsere Spiele produzieren. Das heißt, der Auftrag sollte ein bisschen früher fertig sein, wenn es geht. Entsprechend, also nicht neue Produktion, sondern neue Maschine. Entsprechend werden wir da was Größeres reinstellen. Ich liebäugle sogar mit der Größen, aber die ist vielleicht ein bisschen gar teuer. Nehmen wir die hier. Das sollte auf jeden Fall genügen. Okay, die Engine ist fertig. Jetzt die Frage, wollen wir direkt jetzt einen Nachfolger machen? Wäre natürlich toll, einen Spielbericht zu haben, aber die sind beschäftigt mit anderen Dingen. Machen wir noch einmal einen Nachfolger zu Evil Minds. So wie es ist. Mit der Move 3D. Wenn ich sie finde, hier. Und eben die ganzen Sachen wie Altersgruppen und so, wenn wir dann dank der Spieleberichte rausfinden. So, gibt's eine neue Plattform mittlerweile? Ja, gibt's. Hier haben wir den Uppelmuck. Den nehmen wir in dem Fall dazu. Schöne Ablöse für den Uppel 2. Und so, vorsichtshalber da nochmal draufklicken. Evil Minds. Und Fanbriefe haben wir keine. Okay. Dann in dem Fall würde ich sagen, lassen wir es wie es ist und werden hier Technik ein bisschen runter, Sound und Grafik ein bisschen rauf. Wobei Grafik, nehme ich mal an, sollte jetzt durch 3D und Ähnliches noch gut kompensiert werden. Aber machen wir es mal so, in der Hoffnung, dass einfach was Besseres rauskommt. Wie gesagt, künftig werden wir uns da sehr auf die Spieleberichte verlassen. So, und jetzt, wer will an dem arbeiten? Beziehungsweise wer nicht, ist die Frage. Der Monk und der Blutvogt dürfen alle mal da rein. Wer bleibt jetzt dann noch übrig? Also ich würde sagen, dass alle jetzt einfach dran arbeiten sollen. Und hier werden wir die zwei Leute... Na, wobei, der sollte eigentlich auch dran arbeiten. Wer ist denn hier der Schnellste? Ohne Ausbildung, der Blutvogt. Der bekommt dann, glaube ich, die nächste Ausbildung. Dann machen wir es mal so, dass die Sachen nicht komplett stehen bleiben. Wobei... Machen wir so, die Forschung brauchen wir jetzt nicht unbedingt sofort. Der Pacific, auch wieder 50.000 dank unserer Engine. Kann nichts machen, es kommen keine Damen dazu. Es tut mir wirklich leid. Und ich brauche einfach mehr Leute. Arcade, machen wir zwar eigentlich nichts. Ich brauche einfach mehr Leute. Gut, dann in diesem Falle würde ich sagen, werden wir immerhin die Regel einführen, dass einer Ausbildung machen darf. Oder muss, je nachdem. So, wir haben jetzt unsere Verteilung hier gehabt. Genau, Game Design. Da haben wir nochmal Game Design. Bunter Mix, Musik, bunter Mix, bunter Mix. Okay, dann würde ich sagen, Grafik in dem Fall. Starte Trainingskurs für Pixeln für jedermann. Ja, schade. Sobald ich welche sehe, versprochen, stelle ich sie ein. Ah, jetzt können wir hier natürlich die Entwicklung nicht unterstützen und gleich direkt Bugs entfernen, weil
da der Spielbericht noch nicht fertig ist, dann unterbreche ich doch noch kurz die Ausbildung in der Hoffnung, dass wir den so schnell fertig bekommen, dass wir hier noch was zum Spiel beitragen können. Könnte ich eigentlich auch in dem Falle das beschleunigen für den Moment? Nein, da bleiben. Ja, das geht jetzt relativ flott. Da haben wir noch genug an Vorrat. Das ist gut. So, dann warten wir, bis der Spielbericht fertig ist. Dann darf sich die Abteilung ums Bugfixen kümmern. Und der Blutvogt darf wieder in die Ausbildung. So. Bugs entfernen bei Evil Minds. Es werden eben während der Entwicklung hier schon Bugs entfernt. Wie wir gleich sehen werden, sollten zurückgehen. Ja, immerhin einer. Und ich würde sagen, wir können ihn aber trotzdem wieder das hier. Okay, der Spielbericht, den können wir uns, glaube ich, kurz noch anschauen, oder? Sehen wir denn hier irgendwo meine Spiele, Konzepte, Umsatz, Reviews? Weiß nicht, ob wir die hier irgendwo sehen. Schauen wir nochmal. Wenn, müsste es wohl hier sein, oder? Reviews, Bundles, Konzepte, Umsatz. Na, schaut nicht so aus. Okay, dann schauen wir uns das an, wenn wir das nächste Spiel machen. Zumindest vor Ende dieser Folge wollte ich das noch kurz mal gezeigt haben. So, was haben wir jetzt wieder für ein Problem? Deine Mitarbeiter frieren. Jetzt langsam haben sie wirklich diverseste Bedürfnisse. Jetzt waren wir immer so großzügig und jetzt werden sie richtig fordernd. Das ist aber auch, weil wir die entsprechenden Mitarbeiter eingestellt haben, glaube ich, die fordernd sind. Dann bekommt jetzt noch jeder Raum da eine Heizung, so wie es ausschaut. Da unten sind sie eh kaum, da brauchen wir nichts. So, die Produktion ist auch fertig. Und ich nehme mal an, dass wir da jetzt was bekommen haben. Haben wir noch genug Zeit für einen weiteren Auftrag? Ist doch alles relativ viel. Und relativ stressig. Wir verdienen auch nicht gut damit. Ich glaube, das lasse ich jetzt für den Moment nicht, dass ich da hier irgendwelche Slots verpasse. Eben und sowas bräuchte zum Beispiel einfach noch eine Marketingkampagne, meiner Meinung nach. Um eben, wie gesagt, den Entwickler ein bisschen zu unterstützen. Wir als Publisher. So, Kung Fu Connection Europe, 1,2 Millionen, das ist schön. Big City hat die Move 1.0 Plus lizenziert. So, wir können ein bisschen was zurückzahlen. Ja, da werden wir vermutlich eher ein Minus machen. Also wir versuchen es noch irgendwie zu pushen. So, Evil Minds ist fertig. Wir werden es selbst produzieren. Da langt theoretisch. Na gut, dann können wir vielleicht noch ein Update machen. Davor. Machen wir 2 Wochen, das sollte hoffentlich genügen. Und nachdem wir da selber 100% bekommen, machen wir es ein bisschen wertiger vielleicht. Was kommt denn rein? Poster, so. Gut, und was kommt raus? Schaffen noch die 70. Jawohl. Ist besser geworden. Das freut zu sehen. Hätte man noch besser machen können, aber immerhin. So. Das heißt, jetzt mal auf jeden Fall den Patch noch machen.
während wir es pressen. Okay, nicht ganz so realistisch, aber was soll's. Machen wir mal 25.000. Und hier hätte ich gern wieder einen Spielebericht. Und zwar für... Ah, jetzt wissen wir auch, was gefragt ist. Aufbauspiel, da haben wir noch gar nichts. Vielleicht für CGA Kingdom, das ist eigentlich unser erfolgreichstes Spiel bis jetzt noch. Also wir sollten auf jeden Fall bald mal wieder ein Rollenspiel machen. Und da wäre es natürlich toll zu wissen, was man hier noch verbessern könnte. So, die verteilen sich jetzt alle ein bisschen, aber ist okay. In dem Fall dürfen sie machen, was sie wollen. Hauptsache sieht man alles fertig. So, das heißt, die Bugs bekommen wir noch los vor der Veröffentlichung. Das ist gut. Und dann machen wir noch ein Update. Auf jeden Fall mindestens eins. Und dann hoffen wir, dass wir da halbwegs was verdienen damit, weil wir sind jetzt nicht unbedingt pleite, aber wir haben relativ viel investiert, sagen wir so. Also, Update. Die werden dann eh gleich mal rüberlaufen, wenn die Forschung fertig ist. So, in einer Woche geht's los. Mal schauen, wie es ausschaut. Und wir hätten auch noch ein neues Angebot. Heaven, da bekommen wir sogar die Hälfte fast. Eine Visim, die müssen wir unbedingt publishen. Haben wir auch 2 Wochen. Ich denke, das können wir gleich ausstatten. Da müssen wir zwar ordentlich investieren, bekommen nur 4 Dollar. Aber wir wollen ja nett sein. Und scheint auch eine sehr gute Visim zu sein. 77%. Das haben wir sogar noch nicht geschafft. Dann machen wir ein bisschen Marketing für das Spiel. Plakate mal mindestens. Mal schauen, wie sie sich verteilen, sobald hier das fertig ist. Und wir produzieren auch mal mindestens 10.000. Ich glaube, da könnte man sogar mehr machen. Ah, ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich auch das richtige Spiel wähle. Wer meldet sich denn freiwillig fürs Marketing? Ich würde sagen, der JP, den habe ich als erstes an der Hand gehabt. Oh, schon über eine halbe Stunde. Okay, ich möchte zumindest noch wissen, wie es mit Evil Minds ausschaut. Und mit Heaven. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, das Spiel umzubenennen. Das heißt jetzt gleich wie der Vorgänger. Ich hätte nämlich sogar eine Idee gehabt, wie ich es nenne. Die Buchstabenanzahl und Buchstabeninhalt hätte sich nicht geändert. Das schaut okay aus. Immerhin mal 1500 Stück. Dürfte mehr sein. Aber ist mal ein Start. So, ich spule noch ein bisschen. Da haben wir wieder was lizenziert. Dann hat man das nächste Publisher-Angebot. Oh, das ist gut. 1700 Stück. Mit dem sollte man was verdienen, wenn alles glatt geht. Die Frage ist, haben wir jetzt genug überall auf Reserve, dass wir irgendwas machen können? Ich glaube, ja. Dann machen wir mal so einen Auftrag. Pony. Öffnen, brauchen wir eine größere Maschine. Beobachten wir es mal. So, Zack in Miss Fortune ist fertig. Das schaut sogar sehr gut aus. Da haben wir jetzt 2000 schon verkauft. Also da brauchen wir auf jeden Fall eine bessere. Kaufen wir uns einfach eine zweite. Solche dann soll es für den Moment genügen.
Genau, weil da müssen wir gleich mal nachproduzieren. Und wir hätten eben schon wieder ein Angebot. Ich würde sagen, bevor wir jetzt ewig drüber spielen, wir machen jetzt wirklich eine Pause, weil muss ich hier bei unserem Entwicklerbüro ja sowieso noch was machen. Die haben im Moment gar nichts zum Tun, über niemand was zum Tun. Von dem her machen wir eine Pause. Nächstes Mal. Oh, Dirty Track ist auch, hat auch ein bisschen angezogen. Evil Minds, unsere eigene Produktion, die ist vermutlich gerade am schlechtesten. Nächstes Mal muss man unbedingt irgendein Spiel machen, was wieder gut läuft. Deswegen freue ich mich auch schon auf den Spielbericht von CGA Kingdom Parallax. Das wäre eine Sache. Also entweder machen wir jetzt ein neues Rollenspiel oder wir machen nochmal eine V-Sim. Eins von den zwei Sachen. Im Prinzip haben wir, glaube ich, für beides Spielberichte. Aber wie gesagt, da schauen wir uns dann nächstes Mal an in Ruhe, bevor es jetzt zu lang wird. Bin schon 10 Minuten drüber. Man sieht einfach, mir macht es sehr viel Spaß. Gut, dann kurze Pause bei Mad Games Tycoon. Nicht allzu lang. Dann sehen wir uns in der Season 2 hoffentlich erfolgreich wieder. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.